Hallo und Servus zu Bayern Liga pur und weiter mit dem Niederbayern Doppelpack. Die Spielvereinigung Hankhofen-Heiling im Heimspiel gegen den VfR Garching. Am Ende stand da nämlich ein 0:3 auf der Anzeigentafel. Das hatte man sich im Hausherrenlager ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn die Münchner Vorstädter sicherlich mit die beste Mannschaft sind, die sich am Reisinger Bach in dieser Saison vorgestellt hat. Ja, ich denke, dass es eine lange Zeit ein gutes Spiel war für die Zuschauer. War intensiv geführtes Spiel, ein schnelles Spiel. Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste allerdings im Ausnutzen wesentlich kaltschnäuziger als die Hankofener. Das zeigte sich gleich in der ersten Minute. Bei sehr kühlen Temperaturen sofort eine eiskalte Dusche für die Hausherren. Stefan Prunic visiert mit seinem Kopfball beide Innenpfosten an und Soros Hamid staubt dann ab zur ganz frühen Führung für Garching. Hankofen zu diesem Zeitpunkt gedanklich offenbar noch nicht auf dem Platz. Ja, ganz klar, da haben wir noch geschlafen, das hat man ja gesehen. Wir haben uns ja dann wieder gefangen, haben auch Chancen gehabt. Zunächst einmal aber noch zurück zum 0:1. So sah die Garchinger Bank dieses Tor und wir schauen es uns auch gleich nochmal in der Zeitlupe an. Benny Schiller nicht nah genug bei Prunic, Torhüter Max Putz ohne richtige Reaktionsmöglichkeit und Hamid ist völlig allein auf weiter Flur. Schon da merkte man den Gastgebern das verletzungsbedingte Fehlen von gleich 4 etatmäßigen Innenverteidigern an. Ja klar, ich muss hinten aushelfen. In der Innenverteidigung ist eigentlich nicht meine Position. Da sieht man mal, wie knapp wir eigentlich noch besetzt sind jetzt zum Schluss der Saison. Und ja, mein hilft halt nicht. Nach rund einer Viertelstunde weiteres Ungemach für die Spielvereinigung. Matthias Reichel knickt in aussichtsreicher Position ohne Fremdeinwirkung um. Verdacht auf Bänderriss lautet die erste Diagnose. Trotz dieses weiteren Rückschlags wäre Mitte der ersten Hälfte durchaus der Ausgleich drin gewesen vor rund 240 Zuschauern. Doch sowohl der eingewechselte Nikolai Reumann als auch Maxi Fellinger nach tollen Pass von Ben Kouame vergaben etwas kläglich. Kurz vor der Pause dann fast das 0:2. Prunic donnert das Leder aber nur an den Pfosten. Dass es in der Hankofener Hintermannschaft an diesem Nachmittag nicht wirklich stimmte, stellte dann auch diese Szene kurz nach Wiederanpfiff unter Beweis. Tobias Beck macht seinen vorherigen Lapsus aber mit einer tollen Rettungstat auf der Linie gegen den Schuss von Prunic wieder wett. Weiterhin wenig Grund zur Freude auf der Hausherrenbank in diesem zweiten Durchgang. Jetzt dominierte Garching immer deutlicher und wurde in der 68. Minute belohnt. Schöner Spielzug mit perfektem Abschluss. Gerrit Arzberger mit dem vorentscheidenden 2:0. Wenn ich das zweite Tor sehe, das ist halt auch, das ist nicht eingespielt. Der Altschinger spielt jetzt Innenverteidiger, der spielt nochmal im Offensiv. Wenn er den abseits stellt, dann fehlt überhaupt nichts. Das sind aber so Abstimmungsprobleme, die ja nicht da sein können, weil wir so noch nie trainiert haben. Garching weiter im Stile einer Spitzenmannschaft, nur mit der Chancenverwertung hapert es. Vor allem war es nicht der Tag von Prunic. Nach dreimal Pfosten wird nun zum zweiten Mal ein Schuss von ihm von der Linie gekratzt. Trotzdem gab es dann noch den dritten Treffer. Kapitän Dennis Niebauer in der 81. Minute im zweiten Versuch mit ganz viel Gefühl. Hankofen kassiert somit die zweithöchste Heimniederlage nach dem 0:4 in der Vorrunde gegen den designierten Meister Eichach. Die Mannschaft hat sich heuer so viel erarbeitet, dass sie jetzt einmal so ein Spiel verlieren darf. Und auch das kein Beinbruch ist für uns. Wir haben die Punkte, die wir wollten. Wir haben sehr früh in einer Situation, dass wir nicht mehr auf den Relegationsplatz kommen können. Also von daher ist es schon eine gute Saison gewesen. Aber ärgerlich, wenn man eigentlich heute 60, 70 Minuten eigentlich ganz ordentlich spielt und auch spielerisch gute Sachen macht, dass wir es dann doch nicht hinbringen, die Kiste zu machen. Ein bisschen wurmen wird die Hankofener sicher auch, dass man in der Tabelle jetzt vom ungeliebten TSV Bogen überholt worden ist. Das ist doch nochmal ein Ziel für die letzten drei Saisonspiele, da nochmal vorbeizuschlüpfen.
Das war's bei Bayernliga pur. Wir sehen uns wieder am kommenden Sonntag ab 18 Uhr wieder mit einigen Spielen aus dem Norden und dem Süden. Bis dahin, machen Sie es gut, Servus und eine schöne Woche.